Meine lieben Leute, ich heiße euch ganz herzlich willkommen. Wir haben hier, können wir denn jetzt eventuell den haben wir? Der kostet 14.000, okay, wir müssen nur 4.000. Und hier geht's aktuell ein bisschen richtig scheiße zur Sache. Ich heiße euch trotz allem willkommen. Habe ich den schon gescannt? Okay, ich glaube, wir sind jetzt einiges gescannt. So, jetzt müssen wir wieder schießen. Schießen. Ah, der wirft, die dumme Sau wirft. Scheiße, falscher Knopf, Entschuldigung. Ich zieh. Weiter so. Sieh nach hinten. Ja, nach hinten, der ist direkt über mir. Das ist. Okay, runterziehen. Okay. Komm. Komm, links von dir. Fuck. Okay. Fang nach Lehrbuch. Mal sehen, was hier ist. Da drüben! Wo? Da ist die Lady wieder. Oh Mann. Gruselig. Gruselig, ja. Auf jeden Fall gruselig. Aber komm mal, wie tief wollen wir denn noch? Ich hab Angst. Ich hab Tiefenangst, ich krieg einen Tiefenrausch, Freunde. Egon? Ja, ich geh ja schon. Oh, da ist irgendwo ein Artefakt. Irgendwo ist ein Artefakt. Diese Balken sind schwer verkeilt. Wo ist das Artefakt? Ein guter Ort für den Sperrstrahl. Ja, ich schub's gleich. Oh. Artefakt, wo ist denn das Artefakt? Muss ich hier weiter rein? Oh, da. 1500. Aber wir müssen ja 1400 sammeln, ne? Dann können wir uns den nächsten. Das nächste. Was, okay, was soll schubst ich? Das mal aus dem Weg. Aus dem Weg. Ich soll das aus dem Weg schubsen. Na gut. Wie schubst sich das aus dem Weg? Wie soll ich das aus dem Weg schubsen, Freunde? Diese Balken sind schwer verkeilt. Ein guter Ort für den Sperrstrahl. Ausgezeichnet. Okay, einen habe ich raus. Gut, okay. Moment, Pumpelung, es war der falsche Knopf. Ich krieg das schon. Okay, das war der zweite. Ach gut, so, machen wir gleich nochmal. Bitte. Wieso darf ich irgendwie direkt so machen, weil ich der Azubi bin, ne? Was wohl da unten ist? Etwas Großes und höchstwahrscheinlich furchteinflößend. Das hoffe ich auch, Ray. Egon, ich, Ray? Ray, du siehst voll komisch aus mit dem Teil auf dem Kopf. Okay, wir gehen jetzt mal irgendwie weiter. Ich bin der kleine Pico und ich muss immer vorgehen, ne? Wo lang? Naja, am besten geradeaus, ne? Ist hier. Unten ist es ganz schön dunkel. Auch feucht. Feucht. Wunderbar. Ich hoffe, du hast keine offenen Schnittchen. Ich denke da an fleischfressende Bakterien. Die Tür hat ein elektrisches Schloss. Versuch mal, ob du die Stromquelle findest. Stromquelle. Wir suchen eine stromschnelle Quelle. Hier, das ist eine Stromquelle. Das ist. Okay, ist keine Stromquelle. Ist. Oh Gott, das ist voll was am Brutzeln hier. Was ist das für ein Scheiß? Immer da kann ich das interagieren. Krieg ich jetzt voll einen gewischt oder was? Toll, der Rekord hat sie gefunden. Ja. Ich frage mich, ob es eine gute Idee ist, in 50 cm hohem Wasser zu stehen. Das hat nicht geklappt. Oh, fuck, das Geländer hat mich weggesammelt. Immer weiter drauf. Ja, nein. Oh.
Okay, okay, das war's. Ich bin kein großer Fan von bidimensionalen Klasse 6 Attraktoren. Das ist schön, ne? Wie die da stimme ich dir zu. Wir hatten Glück, dass er sich nur in ein paar alten Büchern manifestieren konnte. Aber schön, wie die hier rumplatschern. Bist du okay? Ja. Weiter geht's. Nee, ich will jetzt erstmal gucken, Freunde. Ich finde das so schön, wie die Bücher hier rumschwabbern. Das ist natürlich für die Bücher große, große Scheiße. Aber, was ist das? Komme ich hier irgendwie rein? Was ist das? Oh, das tut mir leid, das wollte ich nicht. Das. Kann ich hier was trinken? Interagieren? Nein. Gut, da sollen wir jetzt. Okay, dann gehen wir jetzt mal weiter rein. Mhm. Okay, Egon, wie voll ist das, Egon? Ja, ich folge dir. Es geht noch tiefer, Freunde, es geht noch tiefer. Wie tief denn noch? Sehr freundlich. Hübsch. Hier drin könnte niemals was Böses passieren. Nein, bestimmt. Heißt sie! Flankiert sie! Sie kann nirgendwo hinfliehen! Außer durch das Gitter. Ja, außer durch das Gitter. Ich weiß nicht recht, wie das Flankieren funktionieren sollte. Ach du Scheiße. Oh Mann, Kohle. Und diesmal auch noch zwei. Ja, Tori, sag uns noch mal, wie viel Glück wir haben. Okay. Man muss die schmettern, man muss die echt schmettern. Wir müssen die graue Dame schnappen, bevor es echt gefährlich wird. Den Zeitpunkt haben wir vermutlich verpasst, Ray. Tja, wir können ihr nicht durch das Gitter folgen. Gibt es einen anderen Weg? Also ich fand das schon ziemlich gefährlich, Egon. Da stimmst du mir nicht zu, dass es... Hey? Hey? Mach einen Scan, mal sehen, was du findest. Was hast du da gefunden, Kumpel? Weiß ich nicht. Gute Arbeit. Ja. Spengler, der Zubi hat den Ausgang gefunden. Der Zubi. Ich habe das Pack mit was Neuem erweitert. Das ist das PVS, Plasma-Verteilungssystem. Im Grunde ein Schleimsprenger Mark II, aber deutlich modifiziert. Die Plasmaspeicher sind jetzt in das Protonenpack integriert. Es verwendet eine Basiskultur aus Ektoplasma, um Entitäten zu beschädigen, ätzenden Schwarzschleim zu deaktivieren und unsichtbare Strukturen auf der ätherischen Ebene sichtbar zu machen. Um den Schleimsprenger zu benutzen, musst du einfach zielen und spritzen. Er neutralisiert aktive Ansammlung von schwarzem Schleim. Er schließt auch alle Portale, die sie öffnen. Okay, danke für den Hinweis. Ray, Egon. Da. Neutronisierter Schleim. Cool. Kann ich dich damit auch... Entschuldigung. Egon, tut mir leid. Wir waschen das später raus. Ja, das sieht... Das kleidet euch aber, Freunde. Euch steht das. Ihr könnt sowas tragen. Was ist... Beeil dich mal, Tiger! Nicht so, dass ich Angst hätte, aber... Unsere eigene Abkürzung zur Hölle. Wie bequem. Ja, das ist eine bequeme Sache. Was liegt da? Oh. Trauriger Ort. Ob der Sammler hier die Bibliothekarin getötet hat? Ich glaube, davon könnte man mit Sicherheit ausgehen. Dieses Buch gibt massiv Energie ab. Das ist ein Stichwort, Killer. Auf sie! Killer? Ich bin kein Killer. Ich bin Geisterjäger, aber kein Killer. Das ist Laden. Who you gonna call? Ghostbusters! Ich muss die Lame jetzt echt irgendwie... Hol den Gozer-Kodex vom Tisch. Hey, Baby. Lady. Hallo. Darf ich mir das mal ausleihen? Interagieren.
Pass mal auf, wir bringen es dir wieder. Das ist... Das hat sie ziemlich gut hingenommen. Besser, als ich erwartet hatte. Es ist nur logisch, wenn ihre Restgeistenergie mit dem Buch verbunden ist. Der Gosa-Kodex, richtig? Da wir das jetzt haben, dürfte ihr Echo freigesetzt worden sein. Sie ist weg. Ich glaube, wir haben ihr geholfen, hinüberzutreten. Na, ob man das so glauben kann? Ray, bin da ja ein bisschen skeptisch, weil das ist... Ich will mich erstmal ohne das PKE-Meter umschauen, weil ich das immer so schön finde. Ich meine, das mit dem PKE-Meter ist auch irgendwie ganz nett, aber... Ja, aber was jetzt? Okay. Und ich glaube, sie ist schon wieder da. Oh nein. Besiege die Bibliothekarin. Ach du Scheiße. Die Buchständer generieren dir Schild. Kumpel, die Podien! Voll drauf, voll drauf! Die Podien. Ja, okay, die Podien. Aha, okay. Aber Moment, ich muss das mal ganz so... Die Podien, ich krieg die gar nicht kaputt. Ah, die sind grün, vielleicht mit dem grünen, Moment. So, wo wollen wir mal die grünen? Moment, grün, das ist blau. Das ist grün, das könnte sein, dass das die grünen sind. Aha, Moment. Kodexen ab. Kümmere dich um die zuerst. Boah, ich kann hier gar nichts sehen. Gib mir aus dem Weg, Egon, Mensch! Ich kann den Käfig nicht regenerieren. Immer weiter auf die Buchständer. Boah, ich sehe hier gar nichts. Die Buchständer generieren ihr Schild. Ja, aber womit kriegst du kaputt die Buchständer? Richtig, ist es mit dem Grün, richtig? Ich wechsle nochmal zu dem roten Mond hier. Okay, das war glaube ich gar nicht so schlecht. Pum. Okay, da holt einer. Das war's. Jetzt greifen wir die Bibliothekarin direkt an. Okay. Oh ja, super. Ich greife hier gar keinen an. Ich liege irgendwie flach, verdammte Scheiße. Liegt noch einer. Wir müssen nicht voll auf... Oh. Ja, scheiße! Von wegen rechts, ich hab's... Ziel hoch! Jetzt Sperrstrahl auf sie! Das ist gut! An einer Falle, ah, okay. Komm schon! Im Kasten! Im Kasten, im wahrsten Sinne des Wortes, im Kasten. Wow. Komisch. Das war nicht so schwierig wie erwartet. Ich habe gerade dasselbe gedacht. Es war fast zu einfach. Als wollte sie, dass wir den Kodex bekommen. Ja, als wollte sie, dass wir den Raum auseinandernehmen. Aber warum? Ein dimensionsübergreifendes Portal. Von der 5. zur 4. Eine Welt voller Geister. Davon träume ich seit dem College. Ja. Steht alles im Monarchia Daemonum. Fantastisch. Eine Geisterwelt. Nicht so enthusiastisch, Ray. Ich habe das Gefühl, sie tat das, damit wir einen Freund von ihr treffen. Na, wenn wir hingehen. Keine große Wahl, oder? Es ist der einzige Ausgang. Du da, geh voraus. Keine Sorge, wir machen sowas ständig. Du da. Ach, da hätte ich interagieren können, okay. Hm,
So sieht die öffentliche Bibliothek also von der anderen Seite eines dimensionsübergreifenden Portals aus. Eine von unendlich vielen möglichen Konfigurationen. Du weißt schon, theoretisch. Ja, das hier sieht ganz nach der Gosa-Konfiguration aus. Vorsicht, schwarzer Schleim! Was ist das? Was ist das? Aber es sieht schon cool aus. Man muss sagen, das sieht echt wirklich cool aus. Ich meine, wer weiß, ne, was für so Dimensionen es noch alle gibt, die wir gar nicht kennen. Ne? Wer weiß, was da noch so auf uns wartet. Du willst mich doch hier wohl nicht. Das ist, hier ist mir zu gefährlich, Freund. Ich gehe da mal rein. Ich sage jetzt erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und mal gucken, was hier so auf uns zukommt. Die Leute in diesem Sinne, ab in die Rinne, Freunde. Haltet euch wacker. Ciao, ciao. Das sieht sehr schleimig aus und das werden wir uns in der nächsten Folge geben. Ich sage danke und es schleimt uns voll.